Momentan ist es jedenfalls nicht so weit. Sie sagen aber auch, die AfD darf keinesfalls regieren. Ja. Auch nicht in diesen drei Bundesländern. Ist es demokratisch, eine Partei, die möglicherweise über 30% kommt und in einem Bundesland mit Abstand die stärkste Partei wäre, um jeden Preis von der Regierung fernzuhalten? Ich will Ihnen sagen, Goebbels hat 1935 eine Rede gehalten über die Dummheit der Demokratie, denn die habe der NSDAP damals alle Mittel an die Hand gegeben, um sie selbst abzuschaffen. Wir werden nicht bereit sein, der AfD die Mittel an die Hand zu geben, aber die Demokratie abzuschaffen. Aber vergleichen Sie jetzt die AfD mit Goebbels? Ja, das ist eine Nazi-Partei. Finden Sie das nicht maßlos übertrieben? Nein. Saskia Esken von der SPD hat gerade ernsthaft AfD-Abgeordnete mit dem Reichspropagandaminister von der NSDAP, Josef Goebbels, verglichen. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Diese Nationalsozialismus-Relativierung, das kannst du dir nicht ausdenken, was hier passiert. Die ganze Begründung und Aussage von der Frau Esken findet ihr übrigens hier. Sie hat unter anderem gesagt, dass die AfD völkisches Denken verbreiten würde und so weiter. Schaut einfach mal selber. Ich will es euch jetzt einfach mal sparen, ja? Und bleiben wir mal bei diesen Nazi-Diffamierungen, ja? Habt ihr den Dude mitbekommen in Berlin, der eine Deutschlandflagge gezeigt hat und Demonstranten, die vorbeigelaufen sind, haben ihn dann als Nazi betitelt, eben weil er die Deutschlandflagge gezeigt hat. Und schaut mal, was diese Demonstranten hinterher noch so alles gemacht haben. Ich blende es euch mal ein. Digga, in Deutschland muss wirklich was passieren und es liegt an uns, das eben zu bewirken. Es kann nicht sein, dass wenn du eine Deutschlandfahne zeigst, dass du als Nazi diffamiert wirst, dass dir quasi die Identität gestohlen wird, wenn du Deutscher bist. Das Witzige ist ja, dass das nicht mal von den Ausländern gefordert wird. Die Ausländer, die ich kenne, die sagen selber, ihr müsstet mal wieder ein bisschen stolzer auf euer Land sein, ihr Deutsche. Dann würden wir euch wieder mal ein bisschen ernster nehmen können. Aber ihr dürft das ja nicht. Die Frage ist, warum dürfen wir das nicht? Ich behaupte einfach mal, wir dürfen das, beziehungsweise wir müssen das. Sonst werden die Gutmenschen, die linksgrün versifften, eben an Hoheit gewinnen. Diesen ganzen Antifanten da draußen, die keine Identität besitzen. Und ja, was wollen die eigentlich? Die wollen dieses Land abschaffen. Die wollen am besten, dass Deutschland untergeht. Wahrscheinlich wollen sie sogar eine Anarchie. Und eine Frau Esken ist ihr Vorreiter. Versteht ihr, was ich meine? Und das kann nicht sein. Hier muss sich dringend etwas ändern. Ansonsten sehe ich wirklich schwarz. Dieser Typ da von Berlin, mein größter Respekt. Und sei dir sicher, du bist nicht alleine. Haut rein und schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das seht.